Hallo und herzlich willkommen, wir freuen uns Master von Funny Games und wir spielen weiter Dragon Age Inquisition. Und zwar, wir haben das Hauptgame durch und jetzt wollen wir nochmal den Epilog starten, den richtigen Epilog, und zwar als DLC der Eindringling. Zasol ist verschwunden und ja, das müssen wir auch nochmal klären. Es gibt noch eine größere Geschichte dahinter. So, und zwar ist das hier die Erhabene. Warnung, sobald der Erhabene Rat begonnen wird, sind alle anderen Gebiete und Handlungsstränge gesperrt. Die Handlung springt ins Jahr 944 des Zeitalters der Drachen. Habt ihr euch je gefragt, was hinter den Rändern der Karte liegt? 2 Jahre nach Korypheus Tod. Es gibt anschließend kein Zurück mehr. Ich denke, wir haben mit den Problemen Nun, da Korypheus tot ist und die Bedrohung durch die Risse im Licht sowie die Dämonen schwindet, kommen sowohl in Olaer als auch in Ferelden Fragen über die Zukunft der Inquisition auf. Die gütliche Victoria versprach, die Inquisition so lange wie möglich vor politischen Belangen zu schützen, plant jedoch letzten Endes einen Erhabenenrat einzuberufen, eine Möglichkeit über die zukünftige Rolle und vielleicht auch das Schicksal der Inquisition zu entscheiden. Erfolgsstufe 20 oder höher. Okay, let's go. Lächeln auf. Wir müssen darauf achten, wie wir uns präsentieren. Warum hat die Göttliche den erhabenen Rat einberufen? Sie hat uns Orlais doch die letzten 2 Jahre vom Hals gehalten. Zu einem immer höheren politischen Preis. Sie hat getan, was sie konnte, aber der erhabene Rat war unausweichlich. Orlais will uns kontrollieren. Und angesichts all der Heiratsanträge ist für euch wohl etwas ganz Besonderes geplant. Unser wahres Problem ist Ferelden. Dort will man unsere vollständige Auflösung. Inquisitor, es ist schon viel zu lange her. Ich hoffe, die Jahre waren freundlich zu euch. Wie ist es euch ergangen, Mutter Giselle? Ich habe letzten Sommer Lebensmittellieferungen aus den erhabenen Ebenen in Emprise du Lion verteilt. Die Dales fangen endlich an, sich zu erholen. Das wird ja auch langsam Zeit. Korypheus ist schließlich schon seit 2 Jahren tot. Nicht alle Wunden verheilen rasch. Aber ich hoffe, das Schlimmste liegt hinter uns. Die Truppen der Inquisition waren uns bei der Versorgung der Kranken eine große Hilfe. Ganz anders als die orlesianischen Soldaten in der Suledin-Feste. Die göttliche Victoria hat mich gebeten, euch in ihrem Namen zu begrüßen. Sie widmet sich derzeit den Bedenken des Fereldischen Botschafters. Könntet ihr sie vielleicht einfach Liliana nennen, solange wir unter uns sind? Ihr könnt das gerne tun, Inquisitor. Ich bevorzuge es, ihren Namen als Göttliche zu verwenden. Unsere letzte Göttliche hat einmal darüber gescherzt, dass ich sie ausschließlich Justinia nannte. Sie bezeichnete es als meine Art, ihr zu versichern, dass ich nicht gänzlich vergessen hatte, wer von uns das Sagen hat. Ich werde mit der göttlichen Victoria sprechen.
Ich bin mir sicher, sie wird es zu schätzen wissen, euer Gnaden. Die Göttliche ist sich bewusst, wie viel Gutes ihr noch tun könnt und bereits getan habt. Herzog Cyrille wird euch im Namen von Orlais willkommen heißen wollen. Ich glaube, er unterhält sich gerade mit dem Botschafter Tevinters. Darüber hinaus sind außerdem viele eurer Freunde zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr findet Gelegenheit, noch vor dem erhabenen Rat mit ihnen zu sprechen. Ich danke euch, Mutter Giselle. Euer Gnaden, eine letzte Frage noch, falls ihr sie mir gestattet. Dieser erhabene Rat. Ferelden möchte die Inquisition auflösen, während Orlais darauf brennt, sich mit ihrer Macht zu schmücken. Doch wie seht ihr die Zukunft der Inquisition? Die Arbeit der Inquisition ist noch nicht getan. Wir können nicht zulassen, dass uns irgendjemandes Ängste dazu bringen, uns aufzulösen. Dann wünsche ich euch in den bevorstehenden Verhandlungen viel Glück. Der Erbauer möge über euch wachen, Inquisitor. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Okay, so, jetzt sind wir wieder im Winterpalast. Ja, unsere alten Freunde mal wieder treffen, wäre ja mal ganz nice. Wir schauen mal. Das darf doch nicht wahr sein. Oh ja. Moment, um ihren Einfluss geltend zu machen. Gott, das ist hier riesig. Meine Güte. Bäder. Oh, bisschen baden. So, ich gehe mal ein bisschen abduschen. Das Coole ist, er kommt raus und ist top. Dann gehen wir hier rein. Oh, yes. Orlais steht auf eurer Seite, Lord Parvis. Die Unterstützung der Inquisition ist etwas, auf das man nicht leichtfertig verzichtet. Ja, und deshalb versucht der Orlesianische Hof auch sie an die Leine zu legen, richtig? Aber ihr müsst mich entschuldigen, da ist ein alter Freund, dem ich Hallo sagen muss. Inquisitor, wie lange ist das jetzt her? Nein, sagt es nicht. Ich hasse es, mich alt zu fühlen. Es ist schön, euch wiederzusehen, mein Freund. Was habt ihr herausgefunden? Orlais will die Inquisition zähmen, Ferelden will sie loswerden, die Kirche mischt sich überall ein und Tevinter schickt lediglich einen Botschafter. Der im Übrigen ich bin, als Belohnung für mein Interesse am Süden. Glücklicherweise ist Botschafter Parvis aber nur ein symbolischer Titel. Ihr könnt also nach Belieben über mich verfügen. Inquisitor. Ich bin Herzog Cyrille de Montfort, Mitglied des Rates der Herolde und gebiete über Chatouenne. Ich verfolge euer Wirken schon seit langem. Es ist wahrhaft außergewöhnlich. Teilt der Rest des Hofes diese Auffassung? Aber selbstverständlich. Orlais möchte der Inquisition lediglich respektvoll den Weg weisen. Die Inquisition hat an Macht gewonnen. Ich wäre schockiert, wenn man uns nicht als Bedrohung betrachten würde. Dennoch habt ihr bislang keine größeren Kriege begonnen. Die Inquisition ist also zumindest ein äußerst rücksichtsvoller Kontrahent. Ich selbst habe Justinias Tod noch nicht vergessen. Ich hatte Freunde, die im Tempel der Heiligen Asche ums Leben gekommen sind. Ihr habt so viel Gutes getan, aber was noch wichtiger ist, ich möchte all das Gute, das wir gemeinsam bewirken könnten, nicht aufs Spiel setzen. Was auch immer geschieht, Inquisitor, ich wünsche euch nur das Beste. Göttliche Victoria, störe ich gerade? Natürlich nicht, Inquisitor.
Der Aal von Radcliffe hat mich gerade auf den neuesten Stand gebracht. Er ist hier, um auf der Konferenz für Ferelden zu sprechen. Inquisitor, wie schön, dass ihr hier seid. Wie ist die Lage in Radcliffe, my Lord? Glücklicherweise ausgesprochen ruhig. Der Bürgermeister lässt euch grüßen. Radcliffe hat seinen Retter noch nicht vergessen. Ich hatte gehofft, die Göttliche könnte mir ein klein wenig ihrer kostbaren Zeit schenken. Nun gut, wir setzen unsere Unterhaltung dann später fort, eure Vollkommenheit. Nicht wenige fürchten die Macht der Inquisition, aber ich werde tun, was ich kann, um diese Ängste zu zerstreuen. Was könnte bei dieser Konferenz im schlimmsten Falle herauskommen? Es gibt einige Stimmen, die sich ein Ende der Inquisition wünschen. Wir müssen sie überzeugen, dass das nicht notwendig ist. Ich habe noch viel zu tun, aber eines sollt ihr wissen. Ich bin vielleicht nicht mehr eure Meisterspionin, aber wenn ihr mich braucht, bin ich da. Es freut mich, dass ihr endlich eingetroffen seid, Inquisitor. Die Krone ist begierig auf Neuigkeiten. Welche Position vertritt Ferelden auf dieser Konferenz? Die Bresche ist Vergangenheit, doch die Armee der Himmelsfeste besteht weiter. Ferelden kann ihre Soldaten an seinen Grenzen nicht länger ignorieren. Die Inquisition braucht eine Streitmacht, Artigan. Wäre ich an eurer Stelle, würde ich dasselbe denken. Das heißt jedoch nicht, dass es mich beruhigt. Wir reden hier von einer Macht, die weder Ferelden noch Orlais Gefolgschaft leistet. Ich bezweifle, dass eines unserer Länder das hinnehmen kann. Wir werden uns noch ausgiebig genug unterhalten, wenn der erhabene Rat erst begonnen hat. Okay, alle wollen die Inquisition loswerden. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ich finde es nicht gut. Ich meine, alles ist so schön aufgebaut. Und dann kommen die und sagen, nee, beendet das jetzt. Wir haben Angst vor euch. Ja, so what? Ist halt so, Freunde. Geil, eine Hundekugel haben wir gefunden. Okay. So, wo sind denn unsere Freunde alle eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ah, ja, das sind die doch alle. Hier ist Dorian, Cullen. Genau, zu Barry wollen wir auf jeden Fall mal. Ja, mit der haben wir noch gerade geredet. Nein, nicht so. Du sollst den Ball nicht fangen, sondern ihm ausweichen. Wäre er ein Feuerball, wärst du jetzt tot. Geiler Hund. Ihr habt einen Hund? Die Orlesianer züchten keine Mabari. Und der Händler meinte, er sei ausgesetzt worden. Vermutlich hatte er für seinen Besitzer den Reiz des Neuen verloren. Und warum bringt ihr ihm bei, Feuerbällen auszuweichen? Damit er vorbereitet ist, falls irgendetwas passiert. Nicht, dass es dazu kommen wird oder es zwangsläufig mit Feuer zu tun hätte. Er ist einfach ein weiterer Fereldener, der im Winterpalast festsitzt. Diesem Schicksal konnte ich ihn nicht überlassen. Außerdem glaube ich, er mag mich. Ich hätte nie erwartet, dass ausgerechnet ihr auf einer politischen Konferenz Freunde findet. Wie sich die Zeiten doch geändert haben. Ja, das haben sie. Die Inquisition wird sich verändern, wenn das hier vorüber ist. Auf die eine oder andere Art. Aber was auch geschieht, meine Unterstützung ist euch gewiss. Euch, Liliana... Josephine,
in welcher Form auch immer ihr sie benötigt. Ich könnte mir die Inquisition ohne euch nicht vorstellen. Danke, Inquisitor. Dasselbe gilt für euch. Ja, du darfst uns helfen. Und wenn du den Ball ausweichst, bekommst du auch noch einen überteuerten orlesianischen Hundekuchen, bevor wir gehen. So, und Damia Barrick. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Hä? Wenn wir mit mir gar nicht reden? Was bist du denn für einer? Gnaden, gut, dass ihr hier seid. Hört zu, ihr müsst den Häuptling ablenken, während wir hinter seinem Rücken diesen Drachenschädel durch den Raum schmuggeln. Moment mal, was? Es ist eine Geburtstagsüberraschung. Haben Kunari überhaupt Geburtstage? Wie auch immer, da kommt er. Gebt ihm einfach irgendetwas zu erzählen. Er liebt es, seine eigene Stimme zu hören. Hey, Boss. Schön, euch zu sehen. Wisst ihr was, Bulle? Ich liebe es, auf alle möglichen Dinge einzuschlagen. Ja, ich weiß. Wir haben die beste Arbeit der Welt. Ach. Denkt ihr, die Neuigkeiten über den erhabenen Rat könnten Einfluss auf die Lyrium-Lieferungen aus Orsama haben? Schon möglich. Es ist faszinierend, dass hier noch Überreste der Kultur der Syrian zu finden sind. Die meisten Relikte wurden nämlich während der Vereinigung von Orle unter Maferats Sohn Isorat vorsätzlich zerstört. So, so. Ach, tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Nicht doch. Inzwischen haben Sie das Ding doch bestimmt schon durch den Raum geschafft, oder? Ich bin ein Ben Asrat. Erinnert ihr euch? Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Häuptling! Oh, ihr verrückten Kerle! Ich bin sprachlos! Inquisitor? Okay, also offensichtlich ist er auch nicht mehr irgendwie zu sehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem erhabenen Rat oder beginnen wir das jetzt mal. So. Magisters Macht, steht er nun ganz allein. Okay. Passt. Habt Dank, Eure Heiligkeit. Nun, Artigen, was eure Bedenken betrifft. Die Inquisition unterhält eine bewaffnete Präsenz auf Fereldischem Territorium. Ihr habt Kaer Bronek im Kammwald gewaltsam eingenommen.
Unser Ziel war es, den Tod weiterer Fereldischer Zivilisten zu verhindern. Wir hatten nie vor, die Macht an uns zu reißen. Wir waren euch für eure Hilfe vor 2 Jahren dankbar, Inquisitor. Nun jedoch ist die Ordnung wiederhergestellt, aber ihr seid immer noch dort. Vor Jahrhunderten sind die Grauen Wächter unter dem Vorwand, die Ordnung wiederherzustellen, bei uns einmarschiert. Und wir haben sie verbannt. Nun macht die Inquisition genau dasselbe, unterstützt von Grauen Wächtern in ihren Reihen. Eure Bedenken sind unbegründet. Die Grauen Wächter haben ihren Wert ein ums andere Mal unter Beweis gestellt. Natürlich toleriert Olle diese Einmischung. Die Inquisition ist schließlich der einzige Grund, warum Selene noch auf dem Thron sitzt. Seid versichert, Tegan. Das Reich von Orlais wird nicht untätig zusehen, sollte die Inquisition ihre Grenzen überschreiten. Im Gegensatz zu Ferelden ist sich Orlais jedoch bewusst, dass dies die gut gemeinten Fehler einer noch jungen Organisation waren. Eine Organisation, die einer leitenden Hand bedarf, zweifellos der euren. Bitte entschuldigt, Inquisitor. Die göttliche Victoria wünscht, euch unter 4 Augen zu sprechen. Die göttliche Victoria? Die direkt dort drüben sitzt? Ja, und die einst unsere Meisterspionin war. Die Angelegenheit ist dringend, euer Gnaden. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Ich bin gleich zurück. Wie bitte? Das ist höchst ungewöhnlich. Es wäre vielleicht das Beste, eine kurze Unterbrechung einzulegen. Die Wache meinte, wir beide sollten uns das hier ansehen. Und ich denke, sie hat recht. Ein Kunari-Krieger in voller Rüstung. Wie ist er in den Winterpalast gekommen? Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Kann sich Josephine um die Diplomaten kümmern, während ich mich ein wenig umsehe? Das dürfte ihr nicht schwerfallen. Die ersten paar Tage bestehen ohnehin nur aus großen Reden und aufgeblasenem Gehabe. Ich werde die Unterbrechung so weit wie möglich in die Länge ziehen. Außerdem sorge ich dafür, dass unsere Freunde bereit sind, falls es zum Kampf kommt. Haltet ihr das für wahrscheinlich? Ich denke, der erhabene Rat könnte weitaus spannender werden, als wir es erwartet hatten. Als sei er über die Brüstung nach unten gekommen. Aktiver Illuvien? Wenn ich hindurchgehe, dann ganz bestimmt nicht allein. Okay, jetzt müssen wir eine Party zusammenstellen. So, so richtig viele haben wir hier ja jetzt nicht, ne? Okay, nehmen wir den Bullen mit.
Ja. Wir haben tatsächlich die Angst. Das hier ist der Kreuzweg. Morrigan hat mich hierher geführt, als sie mir die Illuvien gezeigt hat. So, das Problem ist, die ganzen Freunde hier. Guck das mal an, der eiserne Bulle, ey, der muss ja richtig hier jetzt auf. Okay, machen wir mal Automatik. Varric automatisch. Dorian. Würde ich so ein bisschen. Bisschen Richtung. So, jetzt müssen wir hier alle, die ganzen Freunde hier nochmal ausrüsten. So, ich glaube, bei mir ist alles schick. So, den Bullen. Kann er gar nicht tragen, das kann er auch nicht tragen. Kriegt er halt das hier. Barry kam ja, Dorian müssen wir noch. Und Waffen. Also wir gucken mal. Was hat er denn für einen Stab? Blutige Welle. Okay, er kriegt das hier. Ich hoffe, das reicht fürs Erste so. Ja. Dadurch, dass man die nie geupdatet hat, ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Aber ja, guck mal. Den Blutflecken nachzuurteilen, hat er versucht, hier durchzukommen. Was ist los? Mag der euch etwa nicht? Es sieht nicht so aus, als wäre dieser Spiegel beschädigt. Er reagiert nur einfach nicht. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, ihn zu aktivieren. Ah, wir können da nach oben gehen. Okay, okay. Quasi von hier aus.
Blutspur führt zu diesem Spiegel. Sehr gut. Finden wir raus, wo dieser Kahn herkommt. Genau, das machen wir jetzt mal. Jetzt schauen wir mal, was ist da. Was sich da verbirgt. Solace, ey. Das ist echt wirklich interessant, was mit dem Typen los ist. Elfische Ruinen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt noch in Orlais sind. Ein weiterer Kunari. Und er ist genauso gekleidet wie derjenige im Winterpalast. Er ist ein Kalashok, ein Fußsoldat. Sie müssen in derselben Einheit gewesen sein. Okay. Okay, ich komme da irgendwie nicht rüber. Dann lassen wir es einfach mal. Hier sind überall Brandspuren. Das war das Werk eines Magiers. Eines mächtigen Magiers. Ich kann auch das Knistern der Hitze spüren. Wir müssen herausfinden, warum diese Kunari hier waren und wer ihnen das angetan hat. Dort drüben, Kunari. Wenn wir herausfinden wollen, warum sie hier sind, müssen wir auf diese Insel. Okay. Das ist jetzt von jeder Seite so ein Ding. Warte. Hier ist zerstört. Okay. Gut, wir haben nun die Möglichkeit, nur noch da zu gehen. Die Elfen haben hier einen Geist gebunden. Er fühlt sich alt an. Unendlich alt. Was will er von uns? Ich denke, ich weiß, was ich sagen muss. Armelana Dirpavaren, Revas Veranaris. Das hat offenbar funktioniert. Was habt ihr gesagt? Die Worte waren Teil eines Rituals. Ein geheimer Gruß derjenigen, denen Fenharrel vertraute. Wenn Mythals Quelle der Trauer sie kannte, heißt das dann, sie standen sich nahe? Waren sie Freunde oder vielleicht etwas anderes? Okay. Die Begrüßung des Wolfes, eine Welle mächtiger Magie vermittelt ein Gefühl des Willkommenseins. Bilder blitzen auf, elfische Sklaven, die vor ewigen Zeiten an diesen Ort fliehen. Vorhin begrüßt werden, die ihre Verletzung versorgen. Auch wenn keine Worte zu hören sind, kann man sie doch fühlen. Fenharrel, herzlich willkommen. Ruht euch in dem Wissen, dass der Schreckenswolf euch beschützt. Werden seine Leute dieses Tal beschützen. An diesem Ort seid ihr frei, vertraut uns. Ihr werdet nie wieder in Ketten liegen. Das war wie Schleierfeuer. Offenbar war das hier ein Zufluchtsort für Elfensklaven.
Ihr meint, die Altelfen hatten Sklaven? Beim Atem des Erbauers. Wieder etwas, das ich Gänseblümchen niemals erzählen darf. Dieses ganze Tal war ein Zufluchtsort. Geschaffen von Fen Harrell, dem Schreckenswolf. Fen Harrell? Der Gott des Unglücks der Dalish-Elfen? Dieser Illuvien hat uns nur ein kleines Stück weitergebracht. Das ist derselbe See, den wir auch von dem anderen Turm aus gesehen haben. Das ist ziemlich praktisch, um sich durch eine Stadt zu bewegen, Freunde zu besuchen, Wachen zu stationieren. Sein ganzer Rücken ist mit Schnitten übersät. Er wurde überrascht. Das hier muss erst vor kurzem geschehen sein. Das Blut ist noch nicht mal trocken. Das hier ist Fen Harrell, der einstigen Sklaven hilft. Und zwar als Sterblicher, nicht als Gott. Schon komisch, dass dieser Kerl extra betonen musste, dass er kein Gott war. Ein ganz gewöhnlicher Kerl rettet die Leute und gründet dabei versehentlich eine Religion. Das klingt verdächtig nach dem Gesang. Klingt, als wäre Fen Harrell ein echter Rebell gewesen. Die alten Elfengötter waren bestimmt begeistert. Hier steht, die elfischen Götter seien einfach nur Evanuris gewesen. Mächtige, aber durchaus sterbliche Magier. So, der Anker baut jetzt kontinuierlich Fokus auf. Im Laden gespeicherten Fokus mit LT und LS. Alles klar, Boss? Der Anker ist kurz aufgeflammt, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das sieht aus, als würde es in diesen Sockel bei der zerstörten Brücke passen. Ah. Abenteuer, wirklich. Aber das hier ist doch etwas zu viel des Guten. Wir bringen also die ganze Truppe wieder zusammen? Das ist so aufregend. Ihr wollt mir doch nicht etwa erzählen, dass es der Vicomte von Kirkwall vermisst, durch die Gegend zu schleichen und Leute zu erschießen. Wir warten noch nie in der Feste des Vicomte oder Funkensprüher. Verbringt ihr mal 2 Stunden in dem Ding, dann seid ihr froh, wenn man auf euch schießt. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück. Nein! Okay, das ist auch ein bisschen zu viel. Okay, ich glaube, wir sind. Sind wir jetzt da? Ja, wir sind jetzt da.
Kunari! Wasche dann! Die Inquisition darf diesen Ort nicht leben verlassen! Okay, jetzt kommen zwei. Oh, wie viele denn bitte? Okay, den kriegen wir nicht runter. Dann müssen wir es so machen. Haben diese Kunari die Inquisition sofort angegriffen? Keine Ahnung. Es waren allerdings keine Tel'Vashoth. Vielleicht sind sie ja Abtrünnige, die denken, sie würden den Kuhn folgen.
Das ist Fen Harrell. Und er entfernt die Zeichen aus dem Gesicht eines Dalish-Elfen? Ist diese Art nicht älter als die Dalish? Vielleicht hatten die Zeichen ja früher eine andere Bedeutung. Ah, hier ist noch was. Okay, ich habe mir irgendwie gefühlt keine Informationen. Okay, die Area ist irgendwie hier. Schön, dass die Außengebiete gemacht haben. Allerdings bringt uns das gerade gar nichts. Glaube ich zumindest erstmal. Warte, hier ist was. Schwierig. Ich glaube, wir müssen tatsächlich da drinnen was suchen. Hier ist draußen gar nichts. Ich frage mich gerade, wie soll ich da jetzt wieder reinkommen? Joa. Shit. Einmal komplett drumherum laufen, oder was? Der Schrecken soll halt seinen Blick auf das eine Licht gerichtet, das im weiteren... Ah.
Er schaut nach da. Womöglich wäre ja ein Hauch Magie hilfreich. Ja gut, dann komm. Mach du das einfach mal. Ein Keller. Verborgene Waffen. Diese befreiten Sklaven haben sich tatsächlich gegen die Evanuris zur Wehr gesetzt, die sich als Götter ausgaben. Ein interessantes Wort, Evanuris. Wenn es nichts anderes bedeutet als Magieranführer, dann waren sie im Grunde genommen Magister. Teil, Alter. So, dieser Brief wurde sowohl von Kühnlad als auch in den Gewandschreiber. Ich habe euren Bericht gelesen, stationiert eure Leute in verlassenen Alfentürmen am See. Der Spiegel nach Palas Miral liegt euch vom Zugang zu diesem Gebiet entfernt. Wir werden den Platz brauchen, unsere Leute uns dazu bringen, nachdem die Unterwanderung abgeschlossen ist. Darunter befindet sich ein kleines Kreuzweg, ein Pfeilzeichen in den Elfenturin zu jenen, der ihn verlassen. Diesem Brief zufolge kamen die Kunari in diese Ruinen, weil die Illuvien mit Talam Shiral verbunden sind. Sie haben es also auf den Winterpalast abgesehen. Es ging um irgendeine Art Unterwanderung. Mehr steht hier leider nicht. Ach, das ist doch verrückt. Sie verhalten sich, als wären wir im Krieg. Wie ich es mir auch wünschte. Oh, hier kann man was plündern. Okay, Winterpalast sollte sozusagen. Bevor wir gehen, sollten wir nach allem suchen, was uns verraten könnte, warum die Kunari hier waren. Eine Notiz über einen unbekannten Eindringling, der durch einen Illuvien kam. Er hat Geister gegen uns gewandt und ist dann geflohen.
Das muss ein Magier gewesen sein. Er hat jeden Kunari getötet, der ihm in die Quere kam, und alles andere den Geistern überlassen. Wir haben es also mit zwei Parteien zu tun. Den Kunari und einem mysteriösen Unbekannten, der fest entschlossen ist, sie aufzuhalten. Gehen wir. Wir müssen die Leute warnen. Sie müssen erfahren, was die Kunari im Winterpalast planen. Okay, hier ist nichts mehr. So, was stand in dem Brief? Kann ich das nochmal lesen eigentlich? Truppe ist wieder zusammen, um allen in den Arsch zu treten. Ich bin direkt hinter euch, Hänfling. Versucht bitte nicht, das komplette Schlachtfeld zu verdecken. Okay, wollen wir zu Liliana und dann schauen wir mal. Sehr spannend. Ich glaube, dieser Magier, das ist Holus. Stimmt. 100 Pro. Könnte ich wetten. Das Ding ist. Ein toter Kunari war schlimm genug. Jetzt sind es viele und sie sind feindselig. Das ergibt keinen Sinn. Die Kunari sind vielleicht keine Freunde der Inquisition, aber warum sollten sie uns angreifen? Und warum sind sie überhaupt hier? Oder nutzen die Illuvien? Ich lasse den Spiegel vorerst bewachen, Eure Heiligkeit. Bitte, Cullen. Nenn mich Liliana. Ja, Eure Liliana. Er darf das selber nicht. Der Inquisitor und ja. Es scheint, als wäre die verhältnismäßig friedliche Zeit der letzten 2 Jahre vorüber. Erst die Verderbnis, dann die Magier und Templer, dann Korypheus und nun das. Können denn keine 10 Jahre vergehen, ohne dass die Welt auseinanderbricht? Wir müssen verhindern, dass die Kunari die Verhandlungen stören. Die Lage im Erhabenen Rat ist derzeit äußerst angespannt. Ich bin mir sicher, ihr könnt die Gemüter der Adligen besänftigen, während wir unterdessen das wahre Problem beheben. Nicht, wenn der Inquisitor sie alle beleidigt, indem er sich inmitten der Gespräche verabschiedet. Unser einziger Vorteil ist, dass sich Orleon und Ferelden in so vielem uneins sind. Sollten sie sich aber gegen uns verbünden, muss die Göttliche ihre Forderungen unterstützen. Wir könnten alles verlieren. Das mag schon sein, aber die Kunari haben oberste Priorität. Über die Politik können wir uns später Gedanken machen. Bitte entschuldigt. Ich werde mich um den Erhabenen Rat kümmern. Und während Josie das übernimmt, werden wir weitere Nachforschungen anstellen. Wir, Eure Heiligkeit? Oh, nicht ihr auch noch, Josie. Ich begebe mich wieder zum Kreuzweg. Wir müssen herausfinden, was die Kunari planen und warum sie uns angegriffen haben. Und ich unterhalte mich mal mit unserer Ehrengarde. Okay, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Episode geht es dann weiter in dieser spannenden Geschichte um Kunari, die in den Winterpalast eingedrungen sind. Und wir sehen jetzt auch hier oben Eindringling. Ja, so heißt das der DLC. Nicht das DLC, der DLC. Und ja, ist eigentlich so der richtige Epilog zu Dragon Age Inquisition. In dem Sinne, in der nächsten Folge geht's weiter. Haut rein, danke, ciao, ich bin raus.